Hier spricht Runf, Kapitän des Entry-Cruisers de Toros, Eindruck Nummer V1E-D. Im zivilen Sektor Nummer 3 können wir nach einem Kampf mit einem Sklavenhändler den Menschen Pomeroy befreien, welcher nun das Reparaturteam unterstützt. In einer zerstörten Raumstation können wir ferner noch Überlebende retten. Unter ihnen befindet sich der Rock Jones, welcher nun unsere Gruppe verstärkt. So, willkommen zurück. Wir befinden uns in einem Mantis-kontrollierten Sektor. Hier haben wir den Questmarker von der letzten Quest, nehme ich mal an. Und ich würde sagen, da fliegen wir doch gleich mal hoch, dass wir den mitnehmen und dann schauen wir mal, ob wir so irgendwie so da durchkommen. Ich hoffe mal, dass es soweit reicht. Und wir werden in einen Kampf verwickelt, Mantis-Fighter. You are immediately held by an impressive-looking Mantis-Ship. Your ship would make a mighty fine prize. Prepare for battle. Okay, also wir laden unseren Iron Blast, der geht natürlich immer wieder auf das Schild, dann laden wir die Drohne und jetzt können wir endlich dem Ding... Wow, 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 ist das lang. Also, wie viel Schaden haben wir pro Raum? One Damage per Room. Also wir könnten hier 1, 2, 3, 4 Räume treffen, wir könnten hier 1, 2, 3, 4, 5 Räume treffen. Dann machen wir das doch so. Sehr schön. Autofire aktivieren. So habe ich es dazugelernt. Und go! Dann haben wir hier Eindringlinge. Wir schicken doch am besten gleich mal einen dieser Typen hier runter. Und den Captain schicken wir gleich raus, damit er nicht die ganze Zeit alleine kämpfen muss. Und als Ausgleich schicken wir noch den mit rein. Wir können auch die beiden gleich reinschicken. Jetzt kommt gleich der Pike Beam. Oh. Zacki, zacki. Das Schild, den Iron Blast können wir jetzt auf den FTL machen, damit die nicht entkommen. Okay, die müssen jetzt hier reingehen. Okay, hier haben wir gleich mal ein Problem. Da sollen die beiden zum Reparieren hingehen. Hier geht nämlich der Ding raus, der Sauerstoff geht jetzt gleich raus. Die sind zumindest besiegt schon mal. Oh, und wir bekommen nochmal einen Scrap Recovery Arm. Bekommen wir jetzt doppelt viel Kohle. Also dann schicken wir die beiden hier rein zum Kämpfen. Sauerstoff, genau, okay, Sauerstoff geht nicht weg. Wenn diese Brüche drin sind, dann geht halt Sauerstoff aus dem Raum weg. Aber das kann man ganz gut verhindern, indem man hier die Ding lässt, die, wie heißt's, die, die Türen geschlossen, dann ist es nicht so schlimm. Und jetzt raus da, Jungs. Dann sollen die noch ein bisschen drin bleiben. Okay, dann können sie auch hier kämpfen. Mann, oh Mann. Und tot. Sehr schön. Wunderbar, da kann der Captain... Der Captain, der muss sich auch noch aufladen, aber der kann sich auch hier weiter aufladen. Der kann mitreparieren. Sehr schön. Haben wir jetzt dieses... Okay, diesen Scrap Recover Arm haben wir jetzt zweimal. Das bedeutet ja theoretisch, dass wir jetzt mindestens 20% mehr Kohle bekommen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Okay, ich hoffe, wenn wir jetzt hier hochfliegen, dass wir hier rüberkommen. Aber wenn wir diese Distanz überwinden können, dann mit Sicherheit... Okidoki. Dann was sollen wir tun? Sollen wir gleich mal das ausbauen? Dann geben wir halt das Geld gleich aus. Oder jetzt warten wir mal, vielleicht finden wir da durch Zufall einen Job. Dann würde ich mich ärgern, wenn wir jetzt das nicht haben. Okay, you find a rebuild automated scout float near this beacon. The spire, it's pristine conditions, it appears to be deactivated. Attempt to download the ship's data stores, or don't risk activating it and just strip the ship for any useful scrap. Okay. Also, ich weiß nicht, was passiert, ob dann die Flotte, die Armee schneller kommt, wenn wir von den Schiff hier aktiviert werden. Fliegen wir doch mal zur Quest. Shortly after you arrived, the ship you were escorting jumps nearby. Oh Gott. Also, they thank you for your help and offer you a reward. 2 Raketen, ein Drohnenteil, 54 Scrap. Das ist schon cool.
Wow, 200. Dann können wir gleich das Schild ausbauen. Zack, zack. Dann haben wir wieder die nächste Stufe erreicht. Und noch zwei Dinge dazu. Sehr schön. Da sind wir jetzt echt gut gerüstet. Mir macht nur ein bisschen die Drohnen ein wenig Sorgen. Da würde ich jetzt gerne auf Dauer haben. Gerne mehr auf Dauer haben. Und wir haben nur noch zwei Fuel. Okay, a young mantis in a charged uniform has teleported onto the deck. He begs for sanctuary from the Angie and offers to serve in exchange for your protection. The Angie have already traced the teleporter signal and are offering a deal in exchange for the prisoner. Also, es hat sich ein junger Mantis auf unser Schiff teleportiert. Was wollen wir? Wollen wir side with the Fuji and fight the NC ship oder agree to offer up the NC and exchange the bounty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben eigentlich ein volles Schiff. Das bedeutet, wenn wir den Mantis jetzt aufnehmen würden, würden wir das Problem haben, dass wir ein Crewmitglied feuern müssen. Und deswegen beschließe ich, dass ich den Mantis zurück an die NCs gebe. Fury spark in the eyes of the Angies, he won't go easily and cause serious damage before he can be captured. Okay, wir haben jetzt extrem Schaden erhalten, aber dafür 56 Scrap. Würden wir jetzt einen Shop finden, wäre das nicht so schlimm, weil wir es reparieren können, aber ist ein bisschen schwierig. Okay, you arrive in the sector and are greeted by a science vessel waiting by the beacon. They hail you. We find ourselves low on fuel and have proportion. Also, er würde zwei Fuel gegen drei Drohnen tauschen, aber das können wir nicht, weil wir gar keine Kohle dafür haben. Und mit dem letzten Fuel fliegen wir zum nächsten Store. So viel Glück muss man mal haben. Und wir kaufen uns natürlich immediately alles, was wir bekommen an Fuel. Da würde es auch tolle Sachen geben. Okay, also wir haben hier mal eine Defense-Drohne. Shots down income missiles and asteroids. Benötigt 2 Power und hier haben wir Hull Repair. Automatically repairs 3 bis 5 Damage von unserer Hülle. Der Drohnenpart ist aber dann weg, wenn es repariert ist. Finde ich jetzt eher unnütz. Wir haben drei Schilder oben. Das bedeutet, wenn eine Rakete kommt, können wir die auf jeden Fall abwehren. Zu verkaufen haben wir leider auch nichts. Wie viel sind denn die wert? 25. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen her und kaufen uns den Crew-Teleporter, weil wir haben wirklich alle Crew-Mitglieder schon und mit dem Rest reparieren wir unser Schiff. Jawohl. Die finde ich jetzt weniger spektakulär, weil wir kommen irgendwie immer an einen Job dran. Hier hatten wir nochmal einen Store. Und dann würde ich sagen, fliegen wir doch so eine Siegerrunde hier unten rum. Schauen wir mal, was uns erwartet. Oh ja, wir haben ja eh Low Fuel, aber wenn wir... Schade, wenn wir jetzt hier ein bisschen Kohle gemacht hätten, dann hätten wir hier Treibstoff kaufen können. Sehr sinnvoll. Cloaking. Neue Crewmitglieder und wieder fünfmal Treibstoff. Jetzt können wir hierher fliegen zum Distressed und schauen wir mal, ob wir dann nochmal zurückkommen. Das wäre natürlich toll, dann können wir uns nochmal 5 Treibstoff kaufen. As soon as you arrive at the distress signal, shots are fired toward your ship. A trap! Oh nein! Wir wurden hinterhältig verarscht. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, schauen wir mal. 5 Räume. Jawohl. Und die Anti-Ship-Drohne und go. Dann können wir auch schon mal hier zwei Typen in den Teleporter reinstellen, falls wir mal kurzfristig teleportieren wollen. Okay, jetzt ist der Schild deaktiviert. Der kann gleich mal mithelfen zum Reparieren. Jawohl, sehr schön. Der kann zum Reparieren rübergehen. Das Wichtigste dabei ist echt, wenn ihr das spielt, immer auf Pause drücken, weil die Zeit, die ihr vergeudet, wenn ihr hier
rumdrückt, währenddessen der Kampf startet. Das ist echt schlimm. Also sie geben auf, sie geben uns 23 Scrap und ein Fuel und ein Drohnenteil. Und kommen wir nochmal zum Store zurück. Nicht wirklich. Dann würde ich sagen, fliegen wir zum Exit und hoffen, dass wir gleich einen Store auf der anderen Seite finden. Ja, wir sind echt low. Okay, also, you spot a small rebel ship nearby. It seems to have been refitted for transport rather than comet. It does not seem to want to engage you and your ship. Wir wollen trotzdem sie um ihre Güte erleichtern. Also sie werden jetzt auf jeden Fall versuchen, den FTL zu laden. Wir werden versuchen, das zu stoppen. Der Pike Beam, der könnte hier 5 Räume treffen, oder? Und die Anti-Ship-Drohne kann den Rest machen. Kann zumindest die Hülle deaktivieren, wenn das nicht den... Genau. Jawohl. Genau das wollte ich erreichen. Jawohl, sehr schön. Also er zählt jetzt hier hoch. Also wir verhindern, dass sie hier ankommen und die Drohne macht momentan den Rest. Und der Pike Beam ging leider nicht durch. Jetzt muss ich den Iron Blast mal auf das Schild schießen, sonst sieht es schlecht aus mit den Attacken. In der Zwischenzeit hat unser Pomeroy ein Ding erhalten, ein Upgrade erhalten. Das Schild ist deaktiviert, wir feuern weiter auf den Driver, also den Faster than Light Drive. Okay, ich denke, dass der Wagen hier ist Geschichte. Und was bekommen wir? 33 Scrap, schade. Fuel wäre mir lieber gewesen, aber ich würde sagen, wir fliegen weiter. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit zu fliegen in einen unentdeckten Nebel oder in einen piratenkontrollierten Sektor. Ich würde sagen, was wählen wir denn am besten? Wenn wir hier in den Nebel fliegen, da wird uns wahrscheinlich nichts erwarten. Und wenn wir aber in den piratenkontrollierten Sektor haben, dann haben wir nochmal die Chance, dass wir die Quest für den Chrysler Cruiser aufgreifen. Allerdings müssen wir da schon... Ja, das wird schwierig. Ja, wir kommen ja gar nicht mehr so weit in einen Enchi- oder Sultan-Sektor. Ja gut, also wenn ihr nicht wusstet, von was ich jetzt spreche, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wie man alle Schiffe freischaltet. Eine Erklärung, welche Quest man annehmen muss. Ich würde sagen, wir fliegen in den piratenkontrollierten Sektor. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bye bye.